Diese Liebe ist so stark wie nichts und keiner da draußen. Mein lieber Krebs, herzlichen Glückwunsch. Das ist dein Monatsorakel für Liebe, Karriere, Geld und Seelenplan hier auf der Funky Oracle. Viel Freude beim Anschauen. Hallo und herzlich willkommen, meine wunderbaren Krebse, hier auf der Funky Oracle, deinem ganzheitlichen Begleiter in die Hürde Tamlam. Heute begleite ich dich in die wunderbaren Energien vom Monat März in puncto Liebe, Karriere, Geld und Seelenplan. Es wird sehr romantisch, es wird sehr schön. Die Frau darf sich entspannen, die Frau darf sich beschenken lassen. Und bevor ich mit der Dekodierung beginne, meine Lieben, möchte ich drei Dinge erwähnen. Erstens. Mein Freund und ich, wir kreieren 3D-harmonischen binauralen Audios. Aktuell haben wir 4 bei uns im Shop. Das Neueste ist jetzt wirklich in den Startlöchern. Bitte macht euch bereit, das wird ein Bombenstück sein. Wir werden mit jeder Produktion sind wir besser und besser und besser und besser. Wenn du aber noch die Audios dir anhören möchtest und welche bestellen möchtest, sehr, sehr gerne auf thefunkyoracle.com findest du unten den Link dazu, kannst du bestellen. Und wenn du schon glückliche Besitzer von ihnen bist, dann möchte ich dich daran erinnern, dass du die öfters mal die anhörst, weil wir dagegen die Jahre von Programmierung arbeiten. Natürlich passieren die Wunder schon gerne öfters schneller, aber daran muss man ständig arbeiten, damit dein Verhalten sich langfristig angenehm deinen persönlichen Vorstellungen entsprechend verändert. Ja? Zweitens, wenn du unseren Newsletter abonniert hast, ebenfalls auf thefunkyoracle.com kannst du dich eintragen oder unten in der Videobeschreibung ist der Link, dann bekommst du von uns monatliche Newsletter, sorry, den März-Newsletter gibt es noch nicht, weil ich noch auf den Go von unserem Producer warte mit dem Audio. Deswegen kannst du dich jetzt schon eintragen und wenn du dich jetzt einträgst, bis zum vielleicht 3., 4., vielleicht 5. spätestens März, hast du noch die Chance auf den Februar Oracle, weil da in dem Februar Newsletter gibt es den Link zum Februar Video. Weil meine Newsletter-Abonnenten bekommen ein persönliches Message-Botschaft-Video von mir, die geladene Liebesenergie an euch. Also, das ist das Zweite. Und das Dritte, wenn du jetzt oder im Laufe des Videos mit jetzt verstehe ich kommentierst, bekommst du von mir eine Erkenntnis for free. Ich schätze sehr deine Zeit und möchte, dass du heute mit mindestens einer Erkenntnis rauskommst. Das war's, lass uns beginnen. So, nun beginnen wir die Dekodierung. Bitte erlaube mich, mit deinem Energie- und Informationsfeld zu verbinden. Dafür like dieses Video und kommentiere, wie habe ich bereits schon erwähnt. Ich liebe dich, ich liebe mich, ich liebe das, was ist. Ich bin die Liebe, ich bin das Licht, ich bin du. Und ich wünsche dir vom Herzen freies, kreatives und selbstbestimmtes Leben. Punkto Liebe, mein lieber Krebs. Was haben wir hier? So. Punkto Karriere. Upsalapalapala. Was haben wir hier? Viel. Zu viel. Ich brauche noch eine Karte. Okay. Gut, das sieht schon besser aus. So. Das. Und dann Seelenplan. Gut. Gut, nun, wenn du bereit bist, lass es beginnen. Ich freue mich. Liebe, 3 der Münzen. Kollektiv, Familie, guter Monat, um Urlaubsplanung zu machen, guter Monat, um Urlaub zu machen, aber auch guter Monat, sich helfen zu lassen, aber auch. Ne? Hier, glaube ich, kannst du dir aussuchen, ob du diejenige oder derjenige bist, der in der Mitte ist und dem wird es geholfen oder vielleicht bist du jemand im Kollektiv, der gerne mal auch mal sich einfach untermischt und mal hilft. Ja, hier in der Mitte könnte die Mutter sein und hier zum Beispiel 2 Kinder, ja, oder das Kind und 2 Eltern, ja, manchmal ist es, manchmal spielt das Kind die Hauptrolle zum Beispiel in der Beziehung, manchmal sind das die Eltern selbst oder eines der Elternteile. Wenn ihr keine Kinder habt, dann kann das in der Mitte hier im übertragenen Sinne auch eine Vision stehen, die ihr beide verfolgt. Ja, ihr arbeitet zusammen an etwas und ihr arbeitet aber auch physisch an etwas. Also vielleicht arbeitest du mit deinem Mann
zusammen und ihr verdient Geld zusammen. Also steht hier irgendwie das Geschäft im Vordergrund oder in der Mitte zwischen euch. Wenn ihr Kinder habt, dann kann das Kind sein. Wenn es ein Haustier ist, dann ist es das Haustier. Was noch? Ich glaube, viel Berührung würde ich dir auf jeden Fall empfehlen im März. So wie ich die Energien wahrnehme, ein bisschen chaotisch, ein bisschen vielleicht auch angsteinflüssend. Angsteinflüssend kann es auch sein, wenn es richtig gut läuft. Ja, ja, ich würde mal sagen, Körpernähe. Körpernähe, wenn ihr größere Familie seid, dann seht euch öfters, fasst euch öfters an, also umarmt euch sozusagen, na, seht euch physisch, seid euch nah. Warum? Weil ihr dann sehen werdet, wie viel Energie jeder von euch hat. Auch für die Paare zum Beispiel. Ja? Hier kann aber auch eine dritte Person sein. Zum Beispiel, wisst ihr wie? Wie zum Beispiel, ihr lebt zu zweit. Ja? Du bist mit deinem Mann oder du bist mit deiner Freundin, je nachdem. Und hier kann zum Beispiel jemand sein, der quasi zu euch dazukommt. Ein Hausmeister kommt rein in die Wohnung und macht etwas für euch. Und das könnte auch die Person quasi zwischen euch sein. Also jeder, der dazwischen kommt, fühlt sich gesegnet. Jeder, der dazwischen kommt, fühlt sich reich bezahlt. Jeder, der dazwischen kommt, der zwischen euch kommt sozusagen. Oder der zwischen euch. Ah, das ist die Botschaft. Hier geht es um eine sehr, sehr wertvolle Beziehung. Hier geht es um eine sehr, sehr wertvolle Beziehung. So, erstens, hier geht es um eine wertvolle Beziehung. Ich habe mir vorgenommen, langsamer zu sprechen. Ich habe mir vorgenommen, weniger zu sagen, weil ich jetzt meine eigenen Botschaften, auch wenn es ans Kollektiv geht, mir jetzt mehr zum Herzen nehme. Und deswegen auch damit du dich nicht wunderst, wenn ich mich auf einmal bremse. Ich habe mir vorgenommen, weniger zu sagen, weil weniger ist mehr. Und das ist mir angenehmer, da herze ich mich nicht. Ich sage weniger, ich behalte die Energie und das wirkt auch, glaube ich, bei dem Zuschauer besser. Weil ich selber auch gerne auch immer mein eigener Zuschauer bin. Und ich habe festgestellt, dass immer wieder, dass meine Dinge, die ich channel, eintreten, mir persönlich helfen. Und deswegen weniger reden, dafür mit Betonung. Also, wer zwischen euch kommt, wird reich beschenkt. Zwischen dir und deinem Mann, deinem Gegenüber. Weniger ist mehr. Und warum ist es so? Weil die Beziehung so wertvoll ist, weil ihr euch wie soll ich sagen? Ja, hier geht es um eine sehr wertvolle Beziehung. Ihr zwei habt etwas sehr, sehr Wertvolles aufgebaut. Jeder für sich, untereinander, als Paar. Seid ihr so ein Hingucker, weil ihr neutral geht. Also ich habe vorhin gesagt, dass hier zwei Menschen, ne, die sind gleich irgendwo. Und diese Person ist in der Mitte. Und hier sehe ich dich und dein Gegenüber. Und wie gesagt, und für die Außenstehende oder für jemanden oder für jeden, der dazwischen darf, entweder in eure. Ja, entweder jemand geht wirklich auf der Straße zwischen euch, ja, oder jemand mischt sich ins Gespräch rein, oder jemand mischt sich in euer Leben rein und jeder, der quasi dazwischen kommt, wird reich beschenkt. Das ist die Botschaft. Weil die Beziehung sehr, sehr wertvoll ist, weil ihr egofrei seid in der Beziehung miteinander und das ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Ihr seid quasi neutral. Obwohl ihr sehr, sehr reich seid. Ihr seid sehr, sehr reich. Nochmal, ihr beide seid sehr, sehr wohlhabend. Oder ihr habt etwas, was die anderen gerne auch hätten. Ja, ihr beide strahlt so ein Reichtum aus, so ein Luxus, aber auch eine Sicherheit, dass es nichts Gespieltes ist. Das ist eine authentische Beziehung. Das ist eine authentische, ja, genau. Ihr seid ein authentisches Paar. Das ist die Botschaft für dich, für März. Ihr seid ein authentisches Paar.
Jeder, der dazwischen kommt oder jeder, der quasi mit euch interagiert, fühlt sich sehr, sehr reich beschenkt an der Aufmerksamkeit, die ihr beide demjenigen schenkt. Also solltest du dich gefragt haben, wie wertvoll eure Beziehung ist, oder solltest du dir Angst Gedanken machen, dass die Außenstehende die Beziehung irgendwie kaputt machen können, naja, natürlich ist jede dritte Instanz in der Beziehung zwischen zwei Menschen eine Veränderung, aber es könnte vielleicht auch eine Verbesserung zum Besseren sein, nicht wahr? So, was noch? Reich beschenkt, reiche Wurzeln. Ah, wow, ja. Yeah. Oh, wow, krass. Weil ihr sehr, sehr gute Eltern seid. Das ist eigentlich, also ihr als Beziehung, ihr als Paar habt einen Status der Eltern erreicht. Und Status der Eltern, so denke ich zumindest, ich habe das physisch nicht erlebt, aber ich gehe davon aus, dass es im besten Fall jedes Kind, wie jeder war ein Kind, jeder möchte natürlich, oder jede möchte Mama und Papa gleichzeitig haben, ja, oder gleichermaßen haben, oder dass Mama und Papa sich nicht streiten. Und das ist das, was ich hier sehe, dass quasi, wenn ihr Kinder hättet oder wenn du Kinder schon hast mit jemandem, dann können sich deine Kinder sehr, sehr glücklich schätzen, weil du als Mama oder du als Papa sehr, sehr gut bist, weil ihr als Paar sehr, sehr gut seid. Ihr seid quasi ausgewogen. Deswegen fühlt sich jeder, der dazwischen kommt, reich beschenkt, weil diese Farce hat mich hier auch gerade neugierig gemacht. Und irgendwie ist es so, dass die Füße im Fass und Münzen und Reichtum, und das ist so eine reiche Anbindung. Das heißt, na, diese Person hält sich auch an dir und auch deinem Gegenüber fest. Das heißt, es gibt hier einen physischen Austausch, vielleicht gibt es eine Umarmung oder ein Gespräch, also wirklich eine physische Anwesenheit. Und es ist irgendwie so, vielleicht wollt ihr auch andere verschenken oder beschenken oder ausmisten. Das klingt so ausmisten. Wir haben bloß heute gerade unserer Putzfrau einen ganzen Sack an Klamotten mitgegeben, und so hat sich das auch wirklich angefühlt. Wenn das Paar für sich sauber ist sozusagen, wenn zwei Menschen sich bewusst sind, was sie in der Beziehung erreichen wollen, dann ist es auch leichter auszumisten oder weiterzugeben. Ja, weil ausmisten muss ja nicht immer schlecht bedeuten. Das ist für dich schlecht, weil du das nicht mehr nutzt oder trägst zum Beispiel. Ja, aber für jemand anderen kann das wiederum ein sehr, sehr guter Zufluss sein. Deswegen für Paare würde ich empfehlen, keine Angst zu haben davor, dass jemand dazwischen kommt oder etwas dazwischen kommt. Es ist nur temporär. In solchen Situationen zeigt sich vielleicht auch erst, wie stark eure Beziehung ist, ja? Dass ihr beide euch wirklich echt feiern könnt. Weil wenn man immer zu eng manchmal vielleicht kommt, verliert man so ein bisschen auch die Subjektivität oder Objektivität auf den anderen Partner, ja. Und wenn ein Dritter in eurem Verbund ist, wie gesagt, das können Kinder sein, ja, das können Kunden sein, das können Freunde sein, kannst du dir da aussuchen, oder Katzen, Tiere, Mitarbeiter. Erst durch so eine Konstellation kann man auch vielleicht auch eine andere Seite, ne? Das ist auch eine gute Chance zum Beispiel, eine andere Seite von deinem Gegenüber zu sehen. Wie in meinem Fall zum Beispiel, ich spreche kein Spanisch, mein Mann aber spricht Spanisch und Englisch. Und wenn er Spanisch mit jemandem spricht, dann ist es eine andere Person. Ja? Das heißt, da kann man auch sehen, und das erfreut mich, das zeigt mir wiederum eine andere Seite von dieser Person. Das wollte ich noch gesagt haben. Vielleicht hilft es dir auch, das auf deine Situation irgendwie zu übersetzen, solltest du auch mehr als nur eine Sprache sprechen, so wie ich. So, weiter geht's. Also wie du schon siehst, wenn du neu auf meinem Channel bist, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das wird passieren, das wird passieren oder das wird passieren. Ich mag subliminale Botschaften, die vielleicht jetzt nicht direkt einschlagen, aber wenn es dann soweit ist, dann kannst du dich an meine Worte erinnern und das einfach nur als eine schöne Joker-Karte nehmen und sagen, hier bin ich darauf vorbereitet, haut mich jetzt nicht um. Ja, deswegen bin ich ein Orakel für freie
selbstbestimmte und kreative Art und Weise und Lebensweise, das darf leicht sein. Das Leben ist ein Spiel. Ja, das darf immer weitergehen, weil es geht immer weiter. Also, Karriere. Page der Kelche. Ich habe vergessen vorhin zu sagen, dass Fische-Saison eine traumhafte Saison ist. Wir sind im März, das ist Fische-Saison. Im Sinne von auch traumhaft im Punkto Träumen, Träume haben. Welche Träume hattest du als Kind? Fische wollen uns wieder an unsere Träume erinnern. Was träumen wir oder wessen Träume träumst du? Träumst du oder lebst du deine Träume schon oder lebst du die Träume von anderen Menschen? Ich habe mir auch vorhin gerade auf das Video vorbereitet und das ging irgendwie in meinem Kopf darum, wessen Programme wir leben und sind das deine Programme, ist es das Leben deiner Träume oder lebst du, wie gesagt, ne, oder lebst du das Leben Träume von jemandem anderen? Kannst du dich auch befragen, wovon du wirklich auch physisch träumst, also wenn du schlafen gehst, welche Träume du hast? Weil das wird dir irgendwie bei deiner beruflichen Entscheidung unterstützen. Deine Träume werden dich indirekt bei deiner beruflichen Entscheidung unterstützen, weil hier du träumst von einem neuen emotionalen Durchstart sozusagen. Ja? Es kann sein, du willst vielleicht die Branche nicht komplett aufgeben, aber du willst Sprache verändern, in der du sprichst. Ja? Und klar, dass, wenn es Englisch zum Beispiel ist, ja, wie in meinem Fall, ich plane gerade einen englischen Durchbruch. Und das ist quasi ein neuer Reiz, aber trotzdem bist es immer noch du. Ja, aber gleichzeitig ist es auch mit gewissen Risiken verbunden, weil Neubeginn nicht jeder aus der Kundensicht will so eine Veränderung vielleicht mitnehmen. Ja, du wie ich zum Beispiel haben das noch nie erlebt. Das heißt, das ist etwas, also so eine Art von Veränderung. Vielleicht aber auch schon, ehrlich gesagt. Also wenn du gerade Krebs an der Veränderung der Sprache auch auf deiner Arbeit arbeitest, überlegst gerade und auch arbeitest, kann ich dir Folgendes sagen, auch aus eigener Erfahrung, dass alles Neue ist Wiederholung von alten Themen, bedeutet, dass es nicht zum ersten Mal, dass du diese emotionale Veränderung durchgehst, ja, dass du loslässt und dass du weitergehst, dass es wieder von Anfang geht, weil As, sagt man, das ist die Eins, und As der Kelche oder Eins der Kelche, kann aber auch sein, da steht eine 10 dazwischen und 10 ist so wie 10, ja, top. Das heißt, du bist vielleicht schon komplett in der, nicht mal Management, nicht mal top, was ist das schon, Creator-Sphäre angekommen. Also das ist vielleicht ein neuer Zweig für dich, aber diese Veränderung ist nichts Neues, das möchte ich sagen. Ja. Copy-Paste. Damals die Erfahrung abscannen, ganz kurz sich daran erinnern, wie hast du es gemacht, dass es dir geholfen hat, weiterzumachen, kannst du mit deinem heutigen Status quo abgleichen, tickst du immer noch so oder hast du andere Reize. Kann aber auch sein, dass du vielleicht einfach nur diese Phase des Neubeginns einfach nur genießt, weil du es dir erlauben kannst. Weil keine Karte ist gut, nur gut, ja, oder keine Karte ist nur schlecht. Oder kein Signal ist nur gut und kein Signal ist nur schlecht. Das heißt, ich habe bis jetzt auch immer so quasi gesagt, dass es vielleicht ein Anfang ist, ja, und du bist dir nicht sicher. Aber vielleicht bist du gerade am Anfang von etwas Neuem und das fühlt sich gerade richtig gut an und du wirst einfach nur hinauszögern. Dennoch gibt es natürlich einen leichten Konflikt, sonst würdest du so ein Video dir nicht anschauen, ja, weil wenn du zu so einem Video kommst, willst du schon irgendwie vielleicht dich ablenken, neu ausrichten lassen. Also es gibt offene Fragen, sichtlich. Und offene Fragen oder offene direkte Antworten zu so einer Karte, naja, Neubeginn, herzlichen Glückwunsch. Jemand ist hier wieder auf den Boden der Tatsachen abgesenkt. Du hast hier wieder mal erlaubt, dich zu reduzieren. Du hast hier wieder mal erlaubt, durchzustarten oder neu zu starten. Reset, Neubeginn, Durchstart. Ich habe bei den Zwillingen auch ein ziemlich krasses Erwachen gerade im März auf der beruflichen Ebene wahrgenommen. Du bist auch Nachbar zu den Zwillingen. Vielleicht magst du dir auch die Zwillingslegung angucken aus der gleichen Serie. Den Link zur Serie findest du unten in der Videobeschreibung.
Und da kannst du dir vielleicht von solchen Menschen, die gerade Zwillinge sind oder die vielleicht hier Zwillingsenergie, wow, Zwillingsenergie, ja, diese Zwillingsenergie ausstrahlen. Es kann auch sein, dieser Mensch lebt in einer harmonischen Beziehung, ja, oder dieser Mensch, wenn du es bist, ja, du siehst zum Beispiel deinen Partner ähnlich aus. Also hier geht es um die Zwillingsenergie, hier geht es um, ja, bei dir geht es auch um Zwillingsenergie. Also schau dir gerne die Zwillingslegung an. Ansonsten im übertragenen Sinne geht es um, erlaube dir so zu fühlen wie vielleicht eine andere Person, weil beziehungstechnisch gelingt es dir gerade dabei, ja. Warum? Natürlich möchte man auch eigentlich immer hier sein, ja, dass einem alles zufließt. Aber da wir nicht nur starre Gegenstände sind, wie alles, wie ändert sich alles, verändern wir uns ständig, gehe ich auch davon aus, dass du auch diese Rolle immer switchst, selbst wenn du auch mal in der Mitte sein darfst. Ja, dass du dich quasi auch untermischen musst, dass du auf Deutsch, dass du in der Beziehung Dinge machen musst, die öde und langweilig sind, wie zum Beispiel Geschirr spülen, ja, oder irgendwie aufräumen. Dinge, die nicht sexy sind. Zähne putzen. Ja, halt so diese Dinge, ja. So. Und wenn es so ist, wenn vielleicht auch gerade alles in Ordnung ist, beziehungstechnisch, weil nochmal, hier geht es um eine sehr, sehr starke Beziehung, dann kann vielleicht sein, dass diese Gleichheit, die dich, genau, die Gleichheit, die du gerade auf der Beziehungsebene erlebst, es kann sein, dass es dich auch beruflich ein bisschen erdet. Ich glaube, Erdung ist eine besserer Ausdruck für Ars der Kelche gerade in deinem Fall. So eine Erdung, wo du sagst, ach so, ich muss jetzt nicht alles selber machen. Ja, ich kann mich einfach nur hinstellen, mich auch mal verziehen. Vielleicht hast du dich auch beruflich komplett zurückgezogen. Ja, bist irgendwo abgehauen ins andere Land, ins Warme. Oder du bist gerade auch im Urlaub und du machst gerade Urlaub zum Beispiel, ja, und du stellst gerade fest, ach, das ist aber auch schön, ohne zu arbeiten. Oder das ist keine kurzfristige Phase. Wir sind im karmischen Jahr, so ist gerade der Trend, ja. Wir sind auch im karmischen Monat, wenn man so möchte. Für mich ist 3 eine karmische Zahl. Vielleicht bist du auch im dritten Jahr deiner Beziehung. Und das ist auch so ein Jahr, wo sich die Stärke der Beziehung zeigt. Und wenn du dich fragst, wie sich die Beziehung auf dein Berufliches ausübt und du willst alles stark und positiv sehen, dann kann ich dir folgende Sichtweise empfehlen. Sehe so, dass die Beziehung dich lehrt, beruflich Füße flach zu halten, beruflich dich zurückzuziehen, ja, nicht immer präsent zu sein, nicht immer hier in der Mitte zu sein. Insbesondere wenn du familiär gerade viel Verantwortung machen musst oder auf jemanden aufpassen musst, ja, irgendwie extra putzen muss oder jemand dienen muss, ja, jemanden dienen muss. Es ist das, was du verdient hast. Aber tatsächlich, für dich ist eher eine Belohnung gerade ein Rückzug. Nicht im Vordergrund sein, nicht dieses Star-Dasein, nein, nicht immer zeigen, 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 sondern hier abtauchen. Was natürlich nicht bedeutet, dass es nicht sich großartig anfühlt. Wer hat's gesagt? Natürlich, das darf sich großartig anfühlen. Selbst wenn du dir den ganzen Monat Auszeit nimmst, wenn du dich danach und dabei und währenddessen so fühlst, wie hast du jemals diese Haltung schon mal angenommen? Ich finde, das ist die geilste Haltung ever, um wirklich durchzuatmen, um sich hier die Halsmuskeln entspannen. Die muss man übrigens massieren, Mädels, und mit dem Alter muss man sie auch stretchen, wenn man einen schönen und eleganten Hals haben möchte. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das sagen werde, weil ich immer auf meine gute Genetik gezählt habe. Jetzt zähle ich auf gute Genetik und jeden Tag Training. Mittlerweile mache ich auch Gesichtstraining. Für gute Mimik und für gute Muskulatur im Gesicht. Und das ist das, was ich auch liebe tatsächlich. Und das ist mega dieses Kopf nach hinten fallen lassen. Weil sich hier alles entspannt. Die Kaummuskeln sind die stärksten Muskeln in unserem Körper. Und ich hoffe, Schwester, du massierst das mittlerweile, damit dein Gesicht auch schön aussieht. Das macht so viel aus. Sorry, dass ich jetzt vom Thema abweiche, aber unter uns Mädels, ich will einfach kurze Tipps plaudern aus der heißesten Quelle. Also voll, tatsächlich, wenn du jeden Tag mit 5 Minuten am Spiegel beginnen wirst,
Krass, nach einer Woche, du wirst dich nicht erkennen. Ich mache gerade Selbstexperiment und ich versuche das gerade durchzuziehen. Ich bin am vierten Tag gerade. Das ist so geil, Leute. Man sagt ja, na, ich fange jeden Tag mit Ritual an, gönn dir die Zeit selbst. Aber bei mir ist es manchmal so, da greife ich schon zum Handy, um irgendwie das Audio anzumachen. Wir vertreiben, ne? 3D-harmonisch mit unseren Audios. Ich höre unsere eigene Audios natürlich selber. Aber dann greife ich das Handy und will das anmachen. Dann manchmal werde ich abgelenkt und bleibe auf Social Media hängen. Was auch nicht cool ist. Ich will das nicht. Bitte hört auf damit. So, manchmal ist es aber auch cool, so einen Tag anzufangen. Aber wenn du gerade dabei bist, dir auch einen eigenen Fokus zu geben, ja, Zeit zu geben, dir selbst Zeit zu schenken, bitte mach das. Weil auf Arbeit musst du gut aussehen. Das muss ich dir auch noch sagen. Auf Arbeit musst du gut aussehen. Die Arbeit, wenn du gut verkaufen willst, musst du auf Arbeit gut aussehen. Musst richtig gut aussehen. Du musst richtig gut aussehen, weil deine Energie verkauft. Weil aus der Kirche in deinem Alter, nach deinen Erfahrungen, in deiner Lebenssituation ist eigentlich sehr, sehr schwierig zu erzeugen. Ich habe das extra mit dem Alter, mit all den Dingen gesagt, weil das sind all die Attribute, die uns vertrocknen lassen, uns Mädels. Stress, Geldstress, Liebesmangel, ja, fehlende Beziehung, fehlende Nähe. Bitte erlaubt dir auch zu helfen. Wenn du jemandem hilfst, das ist sehr gut. Das möchte ich dir auch jetzt, wo ich das so sehe mit der Karriere, möchte ich dir auch sagen, du musst dir bitte erlauben, dir auch zu helfen. Deine Taschen müssen bitte auch von den Jungs getragen werden. Ja. Wenn du dir Auszeit gönnen möchtest und mit keinem aus der Familie sprechen willst, gerade aus deinem Nächsten, dann kommuniziere das. Ja, dir dürfen Füße massiert werden. Ja, dir darf auch Essen gekocht werden. Du musst gut aussehen, weil du weniger arbeiten willst, weil du gut aussehen willst. Das war auch die Botschaft, die ich auch gerade beim Vorbereiten so gespürt habe. Das ist vielleicht auch an euch, meine lieben Krebsmädels und diejenigen und all diejenigen, die sich das Video angucken. Natürlich ist es cool als Girl, Boss Girl zu sein und Dinge zu machen und Business zu machen und na, dieses toughes, großes Mädchen zu sein. Aber ich glaube, wenn wir dann anfangen, nicht mehr schön zu sein oder verkrusten und verkrumpeln, und ich glaube, jede Frau weiß, wovon ich spreche. Jede Frau weiß. Ja, das ist der Moment, wenn man sich in den Spiegel anguckt und man sich nicht mehr gefällt. Oder man sagt innerlich, verdammt, ich habe so krass zugenommen. Oder wie konnte ich so weit zulassen? Ja, irgendwie in Müdigkeit, ja, na, generell. Es kann Aussehen sein, es kann auch Mentalität sein. Und wenn du gerade beruflich wenig machst, dann gratuliere ich dir, weil du an diesem Lebensstil arbeitest. Und meine Aufgabe, jetzt komme ich auch zum Punkt, ist dir dabei zu sagen, halte dein Leben im Griff. Wenn du etwas möchtest, wie zum Beispiel weniger arbeiten, es ist was Wunderbares, es ist eine Entscheidung. Diese Entscheidung muss angenommen werden und auch weitergeleitet werden, ja, wenn du zum Beispiel hier sein möchtest, wieder mal im Rampenlicht. Weil hier sehe ich, dass an deiner Seite eigentlich immer Menschen sind, die dir sofort helfen werden. Alleine deswegen, weil du ihnen immer auch immer geholfen hast. Das ist quasi so ein. Und dann, wie gesagt, wird es auch Phasen geben, wo du wieder hilfst. Du hast ja schon hier ein Team aufgebaut, wo es ein Team aufgebaut, wo es gut funktioniert. Menschen um dich drumherum, die sehr, sehr nahe stehen, das können auch nicht nur deine Familie sein, sondern wo du herkommst, Eltern zum Beispiel, ja, oder Eltern, ja, die sind gut auch an deiner Seite. Von dort hast du wo wahrscheinlich auch diese Hilfsbereitschaft. Ja? Also wenn du auf jeden Fall Hilfe haben möchtest, weniger haben möchtest, machen möchtest, ja, dann muss es auch kommuniziert werden. Weil hier sehe ich das. Neubeginn, Neuanfang. Aber so ein Neubeginn, den man gerne genießt. Nicht so ein Neubeginn wie man bucht sich einen Urlaub und man kommt aber gar nicht runter. Ja? Man leidet dort noch mehr, obwohl man sich eigentlich erholen möchte. Nee, das ist schon mal ein Neubeginn, den man gerne genießt. Ja, es ist schon Neubeginn, wo man neugierig ist. Neugierde. Neugierde statt Eifersucht. Das würde ich mal gerne empfehlen. Neugierde anstatt Eifersucht. Wie macht sie das? Ja, oder wie mache ich das denn? Aber was ist, wenn? Ja, so eine Neugierde. Also gib nicht auf, gib dich nicht auf, gib die anderen nicht auf, es ist alles wunderbar.
Du bist einen sehr, sehr guten Zeitpunkt in deinem Leben angekommen. Und wenn du schon subliminal, unterschwellig Entscheidungen triffst, wie zum Beispiel weniger arbeiten, dann und dein Körper zum Beispiel wirklich streikt manchmal, dass du müde bist oder dass du weinst, dass du etwas nicht machen möchtest, warum muss man dagegen gehen? Ja? Vielleicht, und wenn du dir dabei selber nicht helfen kannst, das ist, glaube ich, auch noch wichtig. Ja, weil das kann auch sein, meine lieben Mädels, für manche unter euch, die sagen, das ist schön, was du da erzählst, Xenia, aber ich bin gerade Mutter von drei Kindern, ja, und ich muss arbeiten und das ist alles viel, viel zu schön. Oder ich muss arbeiten, ja, und ich kann das eigentlich gar nicht so, ich hätte es gerne, aber ich kann das eigentlich gar nicht so in die Tat umsetzen. Dann würde ich sagen, yes, solange du deinen Fokus nicht da, solange dein Fokus darauf bleibt, dass du so bist, ja. Völlig überarbeitet und traurig. So, alleine die Wiederholung dessen, dass man traurig ist, macht einen Menschen wiederum traurig, weil das ist Selbstprogrammierung ist. Deswegen, wenn du nicht mehr traurig sein möchtest, dann hol dir eines der Audios zum Beispiel, kann ich dir sofort empfehlen. Song mit Liebe, innere Familie. Lass dich von dem Namen inspirieren, lass dich von den Tönen vielleicht auch inspirieren. Du kannst bei uns auf der Webseite vorhören. Aber du musst mit dem Neubeginn auch was machen. Du musst da rein deine Zeit investieren. Auch wenn es heißt, wenige tun. Da musst du auch wirklich anfangen, auf die Bremse selber zu drücken. Wenn der Zug von alleine nicht aufhört zu gehen, nicht aufhört, langsamer zu werden, dann musst du entweder die Bremse ziehen selber, ja, oder du musst dann irgendwie absteigen. Ja, dafür, wenn man dann absteigt, muss man dann gucken, wo möchte man denn hin? Möchte man in den nächsten Zug ansteigen? Möchte man dort bleiben, wo man ist? Ja. Also, wenn es gerade vielleicht physisch noch nicht möglich ist, das möchte ich nur sagen, für diejenigen unter euch, die sagen, ich höre es mir gerne an, hört sich super an, aber ich bin noch Millionen Jahre entfernt davon, kann ich erstens sagen, wunderbar, du bist näher dran, als du denkst, und zweitens, alright, dann helfe dir jetzt schon, indem du emotional dir das einfach vorstellst. Wie wäre es denn, wenn das, wovon du träumst, doch näher wäre, als du glaubst? Und wie wäre es, wenn das, wovon du träumst, sogar leichter zu erreichen wäre? Leichter zu erreichen, leichter zu erleben. Ja, einfach nochmal wünschen sozusagen, Neubeginn wünschen, an dem Neubeginn arbeiten. Wenn du noch irgendwo angestellt bist und du aber selbstständig sein möchtest, alright. In welche Arbeitszeiten möchtest du übergehen? Wie viel möchtest du arbeiten? Vielleicht ist es eine Stunde am Tag oder es ist ein kompletter Tag die Woche oder es ist nur eine volle Woche im Monat und der Rest ist komplett frei. Es gibt so viele Konzepte, wie es Menschen gibt. Also da musst du dir wahrscheinlich wirklich erstmal selber bewusst werden, was du möchtest. Und wenn ich dir dabei helfen darf, dann besuch gerne auch die Webseite, da findest du alle unsere Angebote. Was sehen wir hier beim Thema Geld? Sechs der Münzen. Alright, der Rubel rollt. Das Geld kommt überraschend. Das Geld kommt überraschend. Das heißt, eieiei. Das ist quasi so ein. Das ist so ein krasser Monat, wo man echt merkt, wo du fragst, manifestierst du das Geld? Oder wo du manchmal denkst, krass, ich habe mir dieses Geld manifestiert, ja? Und wo es wirklich alles so, weil alles danach aussieht, dass du sagst, krass, ich habe dann irgendwie mir das Video angeschaut, Meditation gemacht, mir das am Vortag gewünscht und am nächsten Tag ist eingetreten, in der gleichen Summe, wie du es dir vorgestellt hast. Und dann wird es Momente geben, wo du sagst, verdammt, egal wie viel ich versuche, ich bin einfach nur dem Schicksal ausgeliefert. Und das fühlt sich hier irgendwie gerade so ein bisschen 50-50 an, tatsächlich. 50-50 Glück. Aber auch wiederum, die Waage ist ausgewogen. Und wir sehen hier drei, oh, sorry, sechs der Münzen. Hier hatten wir drei der Münzen. Bedeutet, ich würde mal so sagen, wenn es schon mal 50-50 ist, wie im Leben eigentlich immer ist, ne? Hälfte der Erlebnisse können wir beeinflussen, Hälfte nicht oder ein Teil davon. Und wenn es hier darum geht, dass du diesen einen Anteil von dem Geld nicht beeinflussen kannst, egal wie viel du es versuchst, nehmen wir an, du versuchst zum Beispiel selber Geld zu erzeugen und es kommt aber nicht,
dann musst du auf die anderen 50% zählen, auf die anderen drei Münzen, das ist quasi die Hälfte von den sechs Münzen, sprich deine Familie. Und da haben wir es schon. Das solltest du jetzt gerade keine Kohle haben, lange Rede, kurzer Sinn, erlaube deiner Familie dir zu helfen, dabei komplett nicht vielleicht durchzudrehen oder traurig zu sein, um wirklich zu schauen, worauf es im Leben ankommt. Denn meistens ist es oft so, dass wenn es ums Geldmangel geht, dass wir alle denken, dass wir unter der Brücke landen werden. Und ich habe das Gefühl, dass du dich jetzt komplett in einem anderen Gefilde, komplett in einem anderen Umfeld gerade befindest. Sodass diese Denke nicht nur, ach nee, das wird schon nicht passieren, sondern was sollst du dazu noch tun? Also da musst du wirklich aktiv dazu etwas tun, denn wirklich gehen und unter der Brücke leben, damit du unter der Brücke lebst. Weil so wie ich es jetzt gerade sehe, also no go, dass da wirklich dass etwas schief geht. Auf der anderen Wagenschale ist sowas von ausgewogenes, krasses, starkes. Und das ist deine Family, das ist dein Bund sozusagen. Das ist dort, wo du herkommst, das sind deine Nächsten. Krass. Sehr, sehr familiäre Monat. Familiäre Monat, da wird echt einem klar, boah, du hast den Jackpot gezogen. Du hast einen totalen Jackpot gezogen mit deinen Nächsten. Also wenn du mich fragst, bis jetzt, was die Hauptkarte ist im Monat, hier, Liebe, Beziehung, voll. Mhm. Was sehen wir hier? Also es ist eigentlich ein Yes. Es ist ein Yes, ein Dreieck. Just say yes. Und ich habe die Karte umgedreht, aufgedeckt gehabt. Also das kannst du auch als Nein sehen. Ja, ja oder nein. Kann aber auch sein, dass du Ja zu deiner Vergangenheit sagst. Yes, das könnte tatsächlich mir, ehrlich gesagt, hier besser gefallen. Sag Ja zu deiner Vergangenheit, weil deine Vergangenheit, die Entscheidungen, die du in deiner Vergangenheit getroffen hast, haben dich heute hier geführt. Bedeutet, womöglich sagst du bis jetzt immer noch Nein zu deiner Vergangenheit im Allgemeinen, ja, weil du irgendwo ausgebrochen bist, aus der alten Beziehung, aus der alten Stadt, aus deinem alten Du. Ja, du siehst jetzt anders aus, du siehst besser aus, du bist ein ganz anderer Level, ja, und die Vergangenheit ist Vergangenheit. Wenn man das aber zu verallgemeinert, bleiben auch die guten Dinge hinter diesem Vorhang der Vergangenheit, ja? Und ich habe das Gefühl, dass ich dir heute sagen darf, nimm den Vorhang runter. Jeder erlebt mal gute und schlechte Zeiten. Und hier, glaube ich, arbeitet deine Magie für dich, deine innere Magie, deine Magie liegt in der Vergangenheit, indem du der Vergangenheit Ja sagst. Wie sieht das aus? Naja, indem man keine Schuldgefühle empfindet. Oder indem man anfängt, wirklich weniger Schuldgefühle zu empfinden. Weil Magie ist Herz und wenn es nicht vorangeht, ja, nehmen wir an, es geht beruflich gerade nicht voran, ja, und finanziell sieht es gerade 50-50 aus. Also es ist gerade so ein bisschen eine anstrengende Zeit. Ich will es nicht nur blümig reden, es ist nicht einfach. Ja, es ist nicht easy. Vielleicht hast du dir aber diese Zeit auch selber manifestiert. Und was jetzt aber passiert, dass du diese Zeit, die nicht easy ist, nicht mehr alleine erlebst, sondern mit jemandem zusammen. Und das ist der Unterschied zur Vergangenheit. Das heißt, natürlich ist jetzt besser, ja, als damals, weil jetzt leichter ist. Aber wenn es diese Vergangenheit nicht gäbe, wo du schwierige Themen allein erledigt hast, womöglich die ähnlichen Situationen wie jetzt, Geldmangel, Auftragsmangel, ja, was passiert. Aber jetzt ist der Unterschied die Familie, die Beziehung. So, und wenn es aber mit deiner Beziehung nichts macht, dass du sagst, es ist schon, ja, das geschäftlich ist mager, ja, aber Familie ist eigentlich top, dann würde ich mal sagen, gewinnt die Liebe. Die Liebe gewinnt. Das kann wiederum auch deine Frage aus der Vergangenheit beantworten,
Weil unterschwellig hat natürlich jeder Angst, ne? Wenn die Frau anfängt zuzunehmen, liebt mich mein Mann immer noch. Wenn der Mann anfängt, weniger Geld zu verdienen, ja, liebt mich meine Frau immer noch. Ja? Diese ganzen, wenn die Stereotypen anfangen, sich zu verändern. Was macht's mit der Beziehung? Ja? Sind beide Partner immer noch heiß aufeinander? Ja? Haben sie immer noch das Vertrauen ineinander? Und hier sehe ich, dass, hier würde ich dir auch tatsächlich empfehlen, wenn es schon so ist, dass du beruflich und finanziell, oder? Bitteschön, du hast hier eine wunderbare Familie. Wenn du nicht weißt, was du mit deiner Zeit anstellen sollst, vielleicht bist du auch gerade gekündigt worden, ja, oder irgendwie, wo du sagst, mir sind die Hände gebunden, egal wie du versuchst, klappt es einfach nicht. Na, vielleicht ist es auch gerade der Ruf des Universums zu sagen, okay, dann kümmere dich um deinen Nächsten. Weil wann sonst? Vielleicht hast du bis jetzt auch zu viel gemacht, zu viel gearbeitet, dass du die hier vernachlässigt hast. Und here we go. Besser geht's nicht. Das heißt, wenn es nicht Arbeit ist, dann ist es die wunderbare Familie und Beziehung. Und wenn es nicht die wunderbare Familie und Beziehung ist, dann ist es wiederum der wunderbare Job, weil ich versichere dir, wenn du als Frau annimmst, dein Kollektiv anzunehmen, wenn du deinen Liebsten erlaubst, dir zu helfen, fließt, bekommen sie ja dadurch, weil happy wife, happy life, happy Mama, happy family, ja, happy Kind. Das Kind ist dann 9 Monate in dem Bauch drin und ist komplett, eigentlich 100% von der Mutter abhängig. Ja, also die Mama darf im Mittelpunkt stehen, der Mama darf es gut gehen, die Frau in der Beziehung darf es sehr, sehr gut gehen, das darf alles der Frau passieren. Weil nochmal, ich habe das immer wieder bei dem Krebs tatsächlich, ich erinnere mich an die ersten Legungen, weil du kannst in der besten Beziehung sein, Krebs, ja, du kannst den besten Mann haben, wenn du ihn aber nicht annimmst, indem du ihm verbietest, dir zu helfen. Es passiert nicht sofort, dass du einfach nur sagst, nein, ich möchte nicht, ja, sondern du schätzt ihn nicht genügend. Ja, oder du fühlst, wie macht man? Man blockiert einfach nur diesen Strom an Hilfe, ja, sodass der Mann aufhört, dann wirklich irgendwann mit der Zeit mit der Frau zu schlafen, sich mit ihr zu unterhalten und. Das heißt, attraktiv sein und miteinander schlafen. Ja, aber da gehören viele, viele Dinge noch mit dazu. Ja, weil miteinander zu schlafen ist komplett loszulassen. Das heißt, hier geht es nochmal, Frau lässt los, sie erlaubt den Ängsten, ihr zu helfen, nah zu sein. Ja, das ist das, was ich auf jeden Fall meinen Krebsen im Monat März mitgeben würde. Ich hoffe, es hat dir gefallen und geholfen. Alles Liebe, bis zum nächsten Monat. Bis dann, bye bye. Ich bin dieser Donner in meine Brust. Ich erschaffe meine eigene Realität. Ich bin diese unaufhaltsame Kraft, die durch meine Adern fließt. Je mehr